Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid, denn jetzt gibt's ein paar Infos für euch. Falls ihr schon länger dabei seid, habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, dass ich eine Art Talent dafür habe, die News so zu veröffentlichen, dass kurz nach dem Release des Videos die wirklich wichtigen Sachen passieren. Ob das hier wirklich wichtig ist, das ist eine Frage, die ich nicht alleine entscheiden will, aber es ist auf jeden Fall interessant und deswegen will ich es euch nicht vorenthalten. Es geht wie gesagt um den Aerosoft A330, der irgendwann dieses Jahr erscheinen sollte, und zwar laut Angaben des Developers selbst irgendwann im Frühjahr diesen Jahres. Nun allerdings hat Aerosoft einen Text veröffentlicht, in dem es heißt, dass der Release des A330 auf unbestimmte Zeit verschoben worden sei. Wörtlich heißt es dort: Following a thorough evaluation of the project, we have decided to shift the development and release of the A330 around the upcoming Microsoft Flight Simulator 2024. This will allow us to greatly expand the focus of the project, including multiple engine options. Additionally, both the CEO and the NEO variants of the A330 will be released simultaneously. Once we have more details to share, we will update you via this page. Wenn man diesen englischen Text nun auf Deutsch übersetzt, kommt da ungefähr das Folgende heraus. Nach einer erneuten und tiefgreifenden Evaluation des gesamten Projektes haben wir uns dazu entschieden, den A330 in die Zeit um den Release des Microsoft Flight Simulator 2024 zu verschieben. Diese Verschiebung wird es uns erlauben, den Fokus des Projektes zu erweitern, und zwar auch auf die verschiedenen Triebwerksvarianten. Diese Triebwerksvarianten sollen aufgeteilt werden in die der CEOs, also Classic Engine Options, die alten Flieger sozusagen, und die NEOs, also New Engine Options, die gleichzeitig released werden sollen. Außerdem soll die Community auf der Landingpage des A330 abgedatet werden, wenn es irgendwelche Neuigkeiten zu diesem Projekt geben sollte. Und an sich könnte man die Infos eigentlich genauso stehen lassen. Ich würde aber trotzdem zumindest ganz kurz auf einige Hintergründe davon eingehen. Es haben sich mir persönlich nämlich einige Fragen gestellt, die sich der Community möglicherweise auch stellen und die ich deswegen zumindest mal kurz ankratzen will. Als erstes könnte man sich die Frage stellen, warum der Flieger überhaupt verschoben wird. Schaut man sich nämlich die Veröffentlichungen des Developers und die Landingpage an, dann könnte schnell der Eindruck entstehen, dass der Flieger kurz vor dem Release steht. Es ist zwar für uns als Außenstehende nicht nachprüfbar, aber folgt man der Gerüchteküche, dann gibt es einige Probleme mit diesem Flugzeug. Eins der Themen, über das dabei immer wieder diskutiert wird, ist die Frage danach, ob der Flieger überhaupt als fliegbar bezeichnet werden kann. Laut einigen Insider-Informationen sei das nämlich nur mit sehr viel Liebe möglich und der Aerosoft müsse noch eine Menge an Arbeit investieren, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Wenn man dem glaubt, was in der Gerüchteküche im Hintergrund herumbrodelt, dann handelt es sich dabei teilweise auch um simpelste Probleme, so zum Beispiel um die Flugdynamiken oder auch die Frage, ob der Autopilot überhaupt in der Lage dazu ist, die Route korrekt abzufliegen. In welchem Stadium genau sich der Flieger befindet, ist für uns als Außenstehende derzeit nicht überprüfbar. Wir haben einfach keine Infos dazu. Schauen wir nun also kurz auf das nächste geplante Release-Fenster, das sich irgendwann um den Release des MSFS24 befinden soll. Diese Zeitangabe ist, sagen wir mal, ziemlich unpräzise, denn wann der MSFS24 rauskommt, ist derzeit noch unbekannt. In diesem Punkt gibt es zwei Optionen, die zumindest halbwegs logisch erscheinen. Bei der ersten Option dreht es sich darum, dass Asobo den A330 vielleicht auch zusammen mit den Entwicklern übernommen hat und ihn zusammen mit dem MSFS24 herausbringen will. Folgt man nämlich diesem Lösungsansatz, so wäre die Verspätung, die Aerosoft angekündigt hat, erklärbar. Ich persönlich allerdings halte diese Option für äußerst unwahrscheinlich. Bezieht man nämlich die im Hintergrund brodelnde Gerüchteküche mit in sein Gesamtbild ein, dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass der Basisflieger, auf dem das alles aufbauen soll, der angekündigte Aerosoft A330 nämlich, ein von Problemen geplagtes Flugzeug ist, das weniger weit gekommen zu sein scheint, als der Entwickler uns möglicherweise glauben machen wollte. Nimmt man nun den möglichen Release-Zeitraum des MSFS 24 dazu, der sich wahrscheinlich ähnlich wie der des 20er Sims irgendwann Ende des Jahres, im August oder September bewegen dürfte, dann haben wir hier eine Verschiebung von ungefähr einem Dreivierteljahr vor uns. Nimmt man das nun zusammen, entsteht der Eindruck eines Fliegers, der tatsächlich noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie man das möglicherweise geglaubt haben könnte.
Eine Verschiebung, so wie wir sie jetzt erleben, wäre also die darauf folgende logische Konsequenz. Was man am Ende aber auf jeden Fall festhalten muss, ist die Tatsache, dass für uns als Außenstehende derzeit alles undurchsichtig erscheint. Wir können nicht überprüfen, was von dem gerade Geschilderten tatsächlich wahr ist oder auch nicht. Möglicherweise ist der Flieger tatsächlich noch sehr unfertig und problembehaftet und wurde deswegen verschoben. Aber andererseits könnte es genauso gut sein, dass man sich im Hause Aerosoft dazu entschieden hat, den Flieger zuerst zu vervollständigen und dann herauszubringen. Was davon wirklich stimmt, können wir nicht beurteilen. Eine Aussage allerdings können wir mit definitiver Gewissheit treffen, nämlich die, dass der Aerosoft A330 auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Wann nämlich der MSFS 24 und damit der Flieger hier rauskommt, das wissen wir schlicht und einfach nicht, weil kein konkretes Datum genannt wurde. Das ist eine unbestimmte Zeit. Und als zweites gibt's da noch eine Vermutung von mir obendrauf. Aus meiner Sicht nämlich wird der Aerosoft A330 einige Zeit nach dem Release des MSFS 24 kommen. Das hat damit zu tun, dass dieser Sim eine neue Umgebung darstellt. Er soll eine Weiterentwicklung des MSFS 20 sein und außerdem einige Dinge anders bzw. besser machen. Nimmt man sich jetzt das zu Herzen, was da mit den Sim-Updates und dem Release des MSFS 20 passiert ist, wie lange es gedauert hat, Flugzeuge dafür zu entwickeln und den ganzen Kram, der da so drumherum passiert ist, dann kann man natürlich leicht auf die Vermutung kommen, dass es einige Zeit dauert, bis sich die Entwicklung der Flugzeuge für den neuen Sim eingegroovt hat. Man muss also ein wenig testen, schauen, wie sich die Flugzeuge in den neuen Sim und die neue Umgebung einfügen, und das Ganze dauert natürlich seine Zeit. Deswegen denke ich persönlich, dass der Aerosoft A330 nicht mit dem Release des MSFS 24 kommt, so wie Aerosoft es übrigens auch im Statement formuliert hat, sondern um diesen Release herum. Aus meiner Sicht kommt er also später, und zwar irgendwann Ende diesen Jahres. Am Ende sollte ich vielleicht zusammenfassend noch einmal festhalten, dass eine Verschiebung eines Flugzeugs aus Qualitäts- bzw. Unfertigkeitsgründen aus meiner Sicht eigentlich kein Problem darstellt. Wenn der Flieger im Endeffekt dadurch besser gemacht wird, ist es aus meiner Sicht nicht problematisch, ihn dadurch später erscheinen zu lassen, ganz im Gegenteil sogar. Ich persönlich jedenfalls warte gerne länger auf Flugzeuge, wenn sie dadurch fertiger, vollständiger und besser werden. Und nun seid ihr gefragt. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr über dieses Statement und den Aerosoft A330 so denkt. Lasst die Tasten glühen, ich freue mich drauf. Dieses Video hier ist allerdings auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen, sonnigen und warmen Tag. Macht's gut und tschüss.